als du Martina von Tricky warst. Heute möchte ich euch ein Rittpferd vorstellen. Viele von euch kennen sie schon von dem Rambo-Video. Das ist die Florina. Ich nenne sie Flori oder Florinchen-Bienchen. Das kleine Florinchen-Bienchen ist zu uns ins Ritt gekommen, weil sie etwas frech ist. Ja? Und zwar ist sie wahnsinnig gut darin, einfach zu sagen und abzuhauen. Ja? Also dieses kleine Schweinchen, man kann das ja gar nicht glauben, zieht mich quer über den Reitplatz, zieht mich quer durch meine gesamte Anlage, ja? Und mittlerweile hat sie gelernt, dass das gar nicht mehr so toll ist, die Martina durch die Gegend zu ziehen, weil die Martina nimmt dann irgendwann einen Kappzaum daher, dass dann nicht mehr so bequem ist, das Knotenhalfter, und irgendwann nimmt die Martina ein 7 Meter Seil. Das heißt, die Martina hat einfach immer mehr Platz, ja? Das kleine verrückte Florinchenbienchen meint aber trotzdem noch, dass sie vor allem welchen Dingen Angst haben muss. Ich meine, man darf sie nicht verübeln. Sie ist 3 Jahre, sie hat nichts gelernt vorhin, also nicht viel gelernt beim Züchter. Die Besitzerin hat sie seit einem Jahr und hat immer wieder versucht, mit ihr klarzukommen und hat gesagt, grundsätzlich, sie ist ein liebes Pferd und das ist sie tatsächlich. Sie ist unfassbar lieb, das ist super sympathisch. Sie tritt nicht, also zumindest keine Menschen, Pferde schon. Sie tritt nicht, sie steigt nicht, sie schlagt mir nicht ihr Vorderbein ins Gesicht. Da bin ich schon mal sehr dankbar dafür. Ja. Aber wir haben Pferde, die machen so Sachen wie die Flori, also aus dem vorigen Video, ich verlinke es euch dann. Die machen solche Sachen, plus sie geben Vollgas und schlagen mir dann so her oder drehen sich um und kicken mir dann eine rein. Ja? Also so gesehen ist die Florina super nett, ja, im Vergleich. Ja, aber das ist halt wie, mein Mann sagt immer Augen auf bei der Berufswahl, ja, hätte ich was Gescheites gelernt, dann würde ich halt ein Pferdetrainer sein. Naja, na, wurscht, ich liebe diesen Job und er ist unglaublich toll und erfüllend. Na, aber jetzt zur Flori. Bei der Flori wäre mir wichtig, dass sie akzeptiert, wenn ich mit dem Stick etwas mache, dass sie deswegen nicht gleich losrennt. Ja? Weil die Flori sagt, okay, da kommt der Stick, das heißt rennen. Ja? Und ich möchte, dass sie normal longieren lässt, wie ein normales, mitteleuropäisch zivilisiertes Pferd. Und ich möchte auch, dass sie grundsätzlich keine Angst mehr vor allen Dingen hat. Das heißt, heute zeige ich euch einen kleinen Teil unserer Einheit. Wir haben es noch nicht vorhin noch nicht lang probiert. Ich bin jetzt seit ca. 10 Minuten am Reitplatz, weil wir da vorher rumgeschliffen worden sind. Und jedenfalls zeige ich euch jetzt einmal kurz, was ich mit der Flori mache. Und zwar ist es ganz wichtig, wie gesagt, dass sie meinen Stick akzeptiert, dass sie Bewegungen akzeptiert und dass sie deswegen nicht mahnt, sie spaziert einfach hin. Ja? Kann sein, dass sie im Video wegrennt, kann aber sein, dass es gar nicht passiert, weil wir jetzt, wie gesagt, vorher 10 Minuten lang ein bisschen trainiert haben, dabei ist sie immer weggelaufen. Kann sein, dass sie jetzt super brav ist, weil sie die letzten paar Minuten auch sehr, sehr, sehr brav war. Schauen wir es uns einfach an und schauen wir, was passiert. Sie hat schickt sie einmal ein bisschen zurück, dass sie ein bisschen Abstand hat. Das hat sie schon gelernt. Das hat sie schon gelernt, wenn ich so ein bisschen auf sie zukomme, dass sie ein bisschen Abstand halten soll von mir. Weil sie ist doch, wie man sieht, nicht unbedingt das kleinste Pony der Welt. Ja? Das heißt, gerade bei so einem großen Pferd ist es wichtig, dass sie mir nicht über mich drüber kommt und mir nicht mitgibt. Also das habe ich auch sehr oft im Training. Pferde, die dann meinen, ja, die Martina ist klein, die zermatscht mir einfach. Ja? Ist nicht so cool, weil dadurch kriegt man Herzwandquetschungen und so Sachen. Das ist nicht lustig. Das heißt, es ist wichtig, dass das Pferd Abstand halten kann. Das kann sie jetzt schon relativ gut. Und jetzt sage ich, Flori, ich hätte gerne, dass du es akzeptierst, wenn ich dich mit dem Stick berühre. Das haben wir, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen gemacht. Dementsprechend wird sie wahrscheinlich jetzt kein negatives Verhalten oder nichts Intensives zeigen. Das wäre ja Sinn der Sache, weil das heißt, dass das gerade vorhin funktioniert hat. Das wird schon sehr, sehr gut. Das heißt, ich möchte den Stick überall um sie herum bewegen, ohne dass sie geht. Wenn sie so ein, zwei Schritte macht und sagt, ich finde es ein bisschen gruselig, sage ich, ist okay, brauchst du nicht machen, geht die Schritte bitte wieder von mir weg. Weil ich möchte nicht, dass sie nicht hineinläuft und sagt, schau, versuch so mal auszuhalten, vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Also das klappt jetzt erstaunlich gut oder sehr, sehr gut einfach. Vorhin, wenn ich so mit ihr vor ihr herumgetan habe, mein Stick, ist sie davon gelaufen. Und ich will aber, dass sie das versteht, dass das einfach nur die Verlängerung meines Armes ist. Ich will nicht, dass sie geht, nur weil ich einen Stick in der Hand habe, sondern ich will, dass sie geht, wenn ich meine Energie aufrichte und sage, jetzt hätte ich gerne, dass du gehst. Das heißt, wenn ich mich entspanne, oder wenn sie entspannt, dann will ich, dass sie einspannt, egal was der Stick macht. Auch wenn der Stick einmal fest am Boden haut, will ich trotzdem sagen, es ist nichts. Du brauchst deswegen nicht bewegen. Also bleib einfach stehen und sei froh, dass du nicht sagen musst. Ja? Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Pferde lernen. Und ihr seht es jetzt nach diesem einfesten Schlag, macht sie und schaut, was ist das jetzt? Ja? Augen werden sehr groß, Unsicherheit ist da. Und sie sagt, ja, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Seht ihr das? Der Kopf geht nach oben, ich weiß nicht so ganz. Ja? Aber sie schwankt zwischen, naja, eigentlich, das haben wir gerade vorhin gemacht und da ist mir eigentlich nichts passiert und da war die Martina nicht sehr nett. Und andererseits, jetzt hat sie aber da fest am Boden gehaut. Also, mit zwei Beinen kann man ja nicht so ganz trauen. Das heißt, ich muss das richtig sachte angehen und sagen, schau, brauchst dich nicht bewegen. Wenn sie ein paar
Schritte mache, das ist okay, um Gottes Willen. Wenn irgendwas ziemlich nah zu mir herkommt, mache ich auch einen Schritt auf die Seite. Ja? Super. Das heißt, ich möchte einmal in erster Linie, dass sie vom Sticker Angst mehr hat, weil man sieht es auch im Video sehr gut, in dem Rambo-Video, wo sie wegrennt, dass meine Praktikantin nur einen Stick hebt und sie reißt sich sofort los. Ja? Und das ist mir ganz wichtig, dass sie sagt, egal was die Martina da mit dem Stick macht, deswegen bewegen wir uns nicht weg. Weil die Martina ist entspannt. Die Martina redet mit der Kamera, so quasi, halt mal da die Klappe, da reden jetzt die Erwachsenen und lass sie dann halt einfach mal stehen. Sag einmal, okay, schau das Geräusch, vielleicht geht das auch. Ui! Ui, ja, das ist schon etwas gruseliger. Dann sage ich, warte noch etwas. Hör nicht auf, nur weil sie geht, sondern erst, wenn sie sich entspannt, dann hör eher auf. Das heißt, wenn sie die ersten Schritte wegmacht, dann mache ich weiter. Wenn sie wieder weiter weggeht, sage ich, komm wieder zu mir her. Sehr gut. Und natürlich, um Gottes Willen, darf sie ab und zu einen Knusperkeks haben. Warum denn nicht? Okay? Also das ist jetzt einmal das, was wir jetzt einmal ein bisschen machen hier mit ihr. Ein bisschen berühren. Und ihr beibringen, dass nicht alles gleich heißt, lauf los. Sondern dass ihr auch versteht, okay, manchmal passieren Dinge, aber ich muss deswegen nicht gleich laufen. Nicht gleich die Flucht ergreifen, nicht gleich abhauen. Sehr gut. Und ihr seht, sie hat das Seil immer sehr, sehr, sehr locker. Warum? Weil sie hat das jetzt eher auf dem Kapzon drauf, auf so einem Cabazon. Das ist dann schon ein ziemlich scharfes Teil, ja. Nur natürlich verwende ich das, wenn ich mich 100 Mal durch die Gegend schleife. Ja, das ist für mich sehr gefährlich, wenn euch mein Pferd mit der Kraft wegschleift. Dann werdet ihr merken, das ist echt kein Spaß. Wir machen zwar lustige Videos draus, aber es ist nicht lustig. Und mit dem habe ich sie. Und es ist nur so scharf, solange sie anreißt. Wenn sie nicht anreißt, dann ist es bequem auf der Nase. So. Das heißt, ich will jetzt deswegen aber umso mehr, dass der Druck am Seil sehr, sehr milde ist. Sehr gut. So. So. Ja. So. Und viele sagen, warum macht ihr das? Für was bringt denn das was? Ja? Das bringt total viel. Weil es ist einfach eine gewisse Akzeptanz, dass das Pferd sagt, okay, wenn es den Kopf senkt zum Beispiel, höre ich auf. Und das Pferd sagt, okay, ich akzeptiere, dass du das machst. Dann habe ich ein Pferd, das auch bei anderen Dingen was akzeptiert. Wenn ich meine Jacke zum Beispiel ausziehe, oder wenn ich ein Hütchen einmal wegschicke, oder wenn ein Hund auf mich zulauft und ich schmus mit dem Hund, das ist alles im Endeffekt eine wilde Bewegung. Und vor allem, das Stick ist ein Druckmittel. Ich will, dass sie deswegen geht, weil sie versteht, weil ich Druck mache mit meiner Körpersprache und sage, bitte geh jetzt. Ja? Druck heißt ja nicht schlagen, Druck ist ja einfach nur Energie. Und ich will nicht, dass sie Angst davor hat. Das heißt, ich will, dass sie versteht, dass das Ding selber ihr nichts tut. Tut ihr gar nichts. Und da bringt es auch nichts, immer einen Schritt nach dem anderen rückwärts zu gehen. Das heißt, irgendwann hole ich sie dann Stück für Stück wieder her und sage, komm etwas näher her und schau dir das mal aus der Nähe an. Und ich bin absichtlich nicht mit meinem Fokus bei ihr, um ihr noch mehr zu zeigen, dass es überhaupt nicht um sie geht. Das ist auch etwas, viele Pferde beziehen alles auf sich. Das erlebe ich immer wieder, so einen Kurs. Da rede ich mit den anderen und sage, du da drüben, und das eine Pferd neben mir zuckt voll aus. Ja? Weil, so wie auch Menschen, es gibt auch sehr viele sehr, sehr egozentrierte Menschen, die mir auch E-Mails schreiben, wo sie dann irgendwie glauben, sie sind die einzigen Kunden, die es gibt und nur sie kriegen einen Termin, die dann oft einmal drauf kommen, wenn man sich so benimmt, dann kriegt man gar keinen Termin mehr. Und das gibt es auch bei Pferden auch. Also Pferde, die glauben, alles dreht sich nur um sie und das will ich gar nicht. Ich will, dass sie merkt, eigentlich haben sie neben mir, wenn sie jetzt alles richtig macht, halt Entspannung. Und wenn sie alles richtig macht und weiterhin so brav ist, auch wenn ich ein bisschen fester wäre, dann kriegt sie dafür Pause. Das heißt, das war's dann für heute. Mehr Training ist nicht. Und das ist was sie runtergeht und am nächsten Mal raufgeht und sagt, eigentlich ist da oben alles cool. Eigentlich kann ich da oben entspannen. Und das wäre eigentlich das Ziel der Sache. Ja, es ist genug, ich habe genug gelabert, ich kann das alles wieder hochladen, wenn es so viel Tapenvolumen ist. Ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Training wieder dabei. Ich würde mich freuen, abonniert mich, liken, kommentieren, ihr müsst das machen, weil sonst zeigt euch Facebook mein Zeug nicht an. Ja? Also wenn ihr jetzt Sachen liked, kommentiert und abonniert, dann kann es sein, dass ihr total viele Videos verpasst von der Flori. Und es ist immer extrem viel Arbeit. Oh, das schlägt das Schweinchen schon.
Das ist immer extrem viel Arbeit für mich, das online zu stellen. Ich würde mich freuen, wenn es mehr als nur 900 Leute anschauen und mehr als 1500 Klicks war dann mal fein. Gell? Das heißt, teilen, meine Lieben, sonst mache ich keine Videos mehr. Das ist jetzt genug für heute. Danke, dass du dabei warst. Baba!